Auf der B53 zwischen Trier-Quint und Schweich-Issel ist ein PKW frontal mit einem LKW zusammengestoßen. Beide Fahrzeuge wurden total zerstört. Der Autofahrer wurde dabei eingeklemmt und musste von der Feuerwehr schwer verletzt aus seinem Auto befreit werden. Auch der LKW-Fahrer wurde verletzt. Nach Angaben der Polizei Schweich war der Autofahrer, der in Richtung Schweich unterwegs war, aus ungeklärter Ursache aus einer Kolonne von mehreren Fahrzeugen auf die Gegenfahrbahn ausgeschert und mit einem LKW frontal zusammengestoßen. Dann wurde er zurück auf die andere Fahrbahn in die Leitplanke geschleudert. Auf einer Länge von etwa 100 Metern waren zahlreiche Wrackteile auf der B53 verstreut. Am 7,5-Tonner Kastenwagen wurden die Vorder- und Hinterachse abgerissen. Die B53 blieb für die Rettungs- und Bergungsarbeiten für mehrere Stunden voll gesperrt. Im Einsatz waren die Berufsfeuerwehr Trier, der Löschzug und Notarzt aus Erang sowie das Deutsche Rote Kreuz aus Erang und Schweich.